Hallo und herzlich willkommen bei dem Monatshoroskop für den Februar in 2022 für den Aszendenten Jungfrau. Wenn du deinen Aszendenten noch nicht kennst, klick bitte unterhalb dieses Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link, um zu erfahren, wie du ihn dir selbst berechnen kannst. Und dann noch eine wichtige Information gleich am Anfang. Wenn du dir selbst in diesem Monat etwas Gutes tun möchtest, in Form eines vedischen Horoskops unterstützt du damit gleichzeitig einen guten Zweck. Und zwar gehen 30% davon zunächst einmal für eine neue Batterie für die Anna weg. Wer ist die Anna? Die Anna ist ein tolles Mädchen, mittlerweile eine tolle junge Frau aus dem Dorf, aus dem meine Mutter stammt, aus Rumänien. Und ich habe die Anna kennengelernt, wo sie ja, 2017 war das. Und die Anna kann ja sich körperlich selber nicht alleine bewegen. Sie ist da sehr eingeschränkt. Sie wird dann halt im Rollstuhl von den Eltern halt auch ab und zu bewegt. Und da kam mir die Idee, einen elektrischen Rollstuhl für sie zu besorgen, damit sie dann auch selber mit einem, ja, mit einem Joystick oder wie sagt man, selber den steuern und lenken kann, dass sie da auch unabhängiger wird. Und diese Idee habe ich damals 2017 nach außen gegeben und viele Kunden, viele Newsletter-Bezieher haben gespendet, haben mitgemacht, sodass wir der Anna einen elektrischen Rollstuhl kaufen konnten. Jetzt nach etlichen Jahren sind die Batterien, zwei Batterien, werden dort gebraucht, kaputt. Und so habe ich mich bereit erklärt, sehr gerne bereit erklärt, jetzt zusammen wieder mit guten Menschen, die auch da mithelfen wollen, sie zu unterstützen. Und die Batterien werden so um die 400 € in etwa kosten. Alles andere, was darüber hinaus noch reinkommt in diesem Monat, geht an die Freiheitskämpfer in Kanada. Das sind ganz, ganz mutige Menschen, die für alle aufstehen. Sie stehen gemeinsam auf. Sie sind für Wahl und Freiheit. Jedem Menschen soll eine Wahl gelassen werden mit dem, was er tun möchte oder nicht tun möchte. Und ja, an diese Freiheitskämpfer geht dann alles andere, nachdem wir für die Anna die Batterie gekauft haben. Mehr Informationen dazu findest du auf der Webseite, die du oben links eingeblendet siehst oder natürlich auch unterhalb dieses Videos in der Videobeschreibung. Gut, dann lass uns loslegen. Wir beginnen mit den Mondknoten. Du hast die Mondknoten, den Ketu im dritten Haus, den Rahu im neunten Haus. Mit Ketu im dritten Haus, der möchte etwas vollenden, wenn du private Interessen hast, wenn du Hobbys hast oder etwas, was du schon immer tun wolltest und es nicht getan hast und es ist dir noch wichtig genug, dann kannst du es jetzt abschließen. Deine privaten Interessen können aber auch mit der Astrologie zu tun haben. Ketu steht für die Astrologie. Ansonsten ist es so, dass er jetzt ein Stück weit Zweifel mit sich bringt, wenn es darum geht, was du weißt oder mit deinem Intellekt. Und so glaubst du, mir fehlt immer noch eine bestimmte Information, dass ich eine Entscheidung treffen kann. Und selbst wenn du diese Information hast, zweifelst du dann trotzdem wieder. Der Rahu im neunten Haus zeigt an, wo du noch etwas zu lernen hast. Das neunte Haus steht für den Glauben. Der Glaube geht über den Verstand, über den Intellekt hinaus. Und anstatt im Intellekt nur stecken zu bleiben, geht es darum, sich auf etwas Höheres zu fokussieren, bereit zu sein, sich so zu öffnen, um auch über den Verstand sozusagen hinauszugehen und in das Reich des Vertrauens, in das Reich des Glaubens einzutreten. Und das ist letztlich die Aufgabe mit dem Rahu im neunten Haus. Der Saturn ist bei dir im sechsten Haus zu finden. Er ist dort sehr stark. Das sechste Haus steht für deine tägliche Arbeit. Du bist sehr fleißig. Du bist sehr pflichtbewusst. Die Arbeit ist dir sowieso wichtig. Deinen Pflichten nachzugehen ist dir wichtig. Und so kannst du ihn da nutzen. Auf der anderen Seite, Saturn ist immer Saturn. Saturn bringt Begrenzungen mit sich, Einschränkungen mit sich, die auf deine Arbeit sich auswirken, die sich auf den Umgang mit Kollegen auswirken oder auch Begrenzungen in Verbindung mit Gesundheit. Das sechste Haus steht auch für deine Gesundheit.
Wir haben den Jupiter im siebten Haus, eher stark im Zeichen Fische. Wenn du in einer Partnerschaft bist, dann ist es jetzt eine glückliche Zeit, wo du Erfüllung findest in der Beziehung, wo du zufrieden bist, wo ihr gemeinsam expandieren könnt, wachsen könnt, Dinge tun könnt, die ihr für sinnvoll erachtet. Wenn du nicht in einer Beziehung bist, dann ist es auch eine gute Möglichkeit, wo du jemanden kennenlernen kannst, ja, der auch als Partner oder Partnerin in Frage kommen kann. Jupiter möchte expandieren, wenn er stark ist. Wo möchte er jetzt expandieren? In den Bereichen des siebten Hauses. Das siebte Haus steht auch für das Leben im Ausland. Wenn du dazu einen Zugang hast für die Beziehung, das sagte ich gerade schon, aber natürlich auch für Reisen, tja, wenn das möglich ist, oder eben auch für eine Selbstständigkeit. Jupiter steht für die Finanzen und so kann das auch Geld in Form einer Selbstständigkeit anzeigen. Jupiter regiert bei dir über das vierte Haus, das ist das Zuhause. Also das Zuhause in Verbindung mit dem Ausland kann auch ein Thema werden. Mittlerweile alles ist in Bewegung. Alles ist in Bewegung, alles verändert sich und deswegen sind auch Menschen offener fürs Ausland, sind Menschen offener, in eine Selbstständigkeit zu gehen. Und weil die Sicherheit, die man dachte, man hat sie im gewohnten Leben, so wie man es kannte bis vor 2 Jahren, das ist ja nicht mehr wirklich. Und deswegen, wenn du dich für die Bereiche des siebten Hauses interessierst, dann nutze den Jupiter dafür, solange hier am Wirken ist, um hier, ja, deine Ziele zu verwirklichen. Wir haben die Sonne. Die Sonne ist die ersten 2 Drittel im Februar im sechsten Haus. Jetzt wirken Autoritäten auf deine tägliche Arbeit ein. Autoritäten wirken auf Gesundheitsthemen ein, in Verbindung mit Begrenzungen und Beschränkungen. So verlangt dir deine tägliche Arbeit jetzt auch Opfer ab. Das heißt aber nicht, dass du dich dem beugen musst. Was ist eine Autorität? Ein Chef oder auch natürlich eine staatliche Institution. Du solltest auf deine Gesundheit achten, auf deine Vitalität, auf dein Immunsystem. Bewegung hilft da immer. Im letzten Drittel im Februar haben wir die Sonne im siebten Haus. Das kann jetzt gewisse Opfer mit sich bringen in Verbindung mit einer Beziehung oder eben auch das Thema Selbstständigkeit, weil die Sonne steht für deine Karriere, steht für deinen Beruf, dass du hier Inspirationen hast. Auf der anderen Seite möchtest du dich mit der Sonne auch mehr zurückziehen aus dem Kontakt mit Menschen, weil die Sonne regiert bei dir über das zwölfte Haus und das ist das Haus des Rückzugs. Wenn Beziehungen oder der Umgang mit anderen Menschen zu viele Opfer abverlangt, dann möchte man sich ja auch lieber zurückziehen. Auf der anderen Seite hast du dort einen starken Jupiter, der natürlich viel ausgleicht und sodass du auch im Umgang mit anderen auch Freude erfahren wirst. Wir haben den Mars den ganzen Monat über im fünften Haus. Der Mars ist sehr stark im Zeichen Steinbock. Das fünfte Haus steht für Investitionen, Mars für Immobilien. Wenn Investitionen in dein Zuhause anstehen oder in Immobilien, ist das eine gute Phase dafür. Du kannst auch viel Energie in deine Talente, in deinen kreativen Ausdruck investieren. Du kannst auch gewisse Auseinandersetzungen mit Kindern haben und spirituelle Praktiken. Wenn du spirituellen Praktiken nachgehst, da bist du jetzt auch sehr diszipliniert. Wir haben die Venus ebenfalls im fünften Haus und auch das den ganzen Monat über. Und die Venus zeigt an, dass du jetzt viel Freude hast mit Kindern, mit deinen Talenten, wenn du kreativ bist. Und du solltest unbedingt von den Dingen, die dir Freude bereiten, die du liebst, solltest du so viel wie möglich in dein Leben holen. Denn sie sind ein Gleichgewicht zu den anderweitigen Lasten, Mühen und Beschränkungen im Leben. Die Venus bringt das zweite Haus mit sich, das ist das Haus der Einnahmen. Und das neunte Haus, das ist das Haus der Berufung und sie steht im fünften Haus und so kannst du jetzt Inspirationen haben in Verbindung mit dem, wozu du dich berufen fühlst und wie du auch damit Geld verdienen kannst. Die Venus zeigt auch an, dass du es für sinnvoll erachten kannst,
deine Talente stärker mit dem Geldverdienen zu verbinden oder auch etwas Kreatives zu tun, etwas Schöpferisches zu tun, um daraus Einnahmen zu erzielen. Zum Schluss haben wir noch den Merkur. Der Merkur ist die erste Hälfte im Monat im fünften Haus, die zweite Hälfte ist er im sechsten Haus. Im fünften Haus eine gute Zeit. Merkur unterstützt das noch einmal, dass du in deine Talente investierst. Du kannst hier sogar dich weiterbilden, selber etwas lernen oder auch Kurse besuchen, damit du eben deine Talente dann auch tatsächlich finanziell oder in Finanzen umwandeln kannst. Also alles, was du an Fertigkeiten besitzt, alles, was du an Talenten besitzt, alles Wissen, was du hast, daraus kannst du auch Einnahmen erzielen. Und heutzutage macht es viel Sinn, sich so breit wie möglich aufzustellen, damit, wenn ein Weg nicht geht, du auch einen zweiten hast, wie du ja für deine Einnahmen sorgen kannst. Merkur unterstützt ebenfalls Investitionen, vor allen Dingen auch mit dem Mars zusammen dann eben Investitionen in Immobilien oder in dein Zuhause. Die zweite Monatshälfte haben wir den Merkur im sechsten Haus. Jetzt möchtest du in deiner Arbeit, in deiner täglichen Arbeit oder bei der Erledigung deiner Pflichten oder im Umgang mit Schulden effektiver, effizienter werden. Du kannst auch beruflich mehr Management-Tätigkeiten übernehmen. Es kann aber auch Rechtsangelegenheiten geben, aufgrund von Beschränkungen, in Verbindung mit deiner täglichen Arbeit, in Verbindung mit Autoritäten. Auch dafür steht das sechste Haus und der Merkur. Mit Freunden kann es gewisse Herausforderungen geben, gewisse Auseinandersetzungen, wo ihr euch vielleicht nicht so einig seid. Und auch da, ja, gilt es dann eben in einen fairen Austausch miteinander zu treten. Das sechste Haus steht für Schulden, der Merkur für Investitionen. Wenn du überlegst, Investitionen in Verbindung mit Schulden zu unternehmen, dann rate ich dir davon ab, denn du hast hier einen starken Saturn in diesem Haus, der sowieso schon viele Bürden und Lasten in diesen Bereichen mit sich bringt. Und so solltest du dich dadurch nicht noch zusätzlich belasten. Der Merkur beschreibt dich am zweitbesten als dein Aszendentenherrscher. Er regiert über die Jungfrau. Und so sind die Häuser 5 und 6 besonders wichtig für dich, wo er sich dann befindet, weil er eben auch dich am besten beschreibt und deine Lebensausrichtung. Gut, dabei möchte ich es jetzt belassen in diesem Monat. Ich wünsche dir alles Liebe, alles Gute. Mache das Beste aus diesem Monat im Rahmen deiner Möglichkeiten. Und wenn du dir und gleichzeitig jemand anderen etwas Gutes tun möchtest, dann fordere ein vedisches Horoskop an und 30% gehen an einen guten Zweck für die Anna oder auch für Friedenskämpfer in Kanada. Noch einmal alles Liebe, alles Gute und vielleicht bis bald oder bis zum nächsten Monat.